Hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr der Ringe Online, Staffel 2 mittlerweile schon. Wir sind wieder unterwegs mit unserem Hobbit-Wächter Tollfuß und wir stehen hier am Rande der Klippe von Bruchtal aktuell, dort wo wir beim letzten Mal auch aufgehört haben zum Spielen. Es ist schon eine Zeit her, seit wir das letzte Mal hier waren. Eigentlich wollte ich so ein, zwei Monate Pause machen. Es hat sich dann doch ein bisschen noch verzögert. Mittlerweile haben wir Ende April 2018. Das heißt, wir sind jetzt schon eigentlich knapp ein halbes Jahr nicht mehr hier gewesen. Und es hat sich natürlich einiges getan. Mittlerweile haben wir jetzt einen Geburtstag zu feiern. Und zwar den 11-jährigen Geburtstag von Herr der Ringe Online. Der läuft jetzt aktuell gerade im Spiel. Es gibt da auch wieder ein paar so Feste. Ich weiß gar nicht, ob wir letztes Jahr beim 10-jährigen uns das schon mal angeschaut haben. Wir werden das Fest jetzt oder die Quests jetzt nicht durchmachen. Die sind nämlich sehr komplex. Und ich denke mal, wir können mit unserem Hobbit noch gar nicht überall hin, wo wir bei der Schnitzeljagd zum Beispiel auch hin sollen. Wir schauen uns aber trotzdem noch mal ein paar kleine Festorte an und werden auch ansonsten wieder ein bisschen was hier erleben. Gut, bevor wir hier überhaupt Richtung Bruchtal marschieren, werde ich mich mal hier ganz quer auf diese Straße stellen, in der Hoffnung, dass hier niemand angeritten kommt, weil wir hier einen wunderschönen Blick auf das heimelige Haus von Elrond haben. Und wir werden mal ein bisschen schauen, was wir im Inventar haben. Es hat sich ja, wie gesagt, einiges angesammelt. Es kamen Updates raus. Ich habe noch ein paar Geschenke verteilt. Und wir schauen mal, was wir hier haben. Wir haben hier einen Titel, den es offenbar jetzt gibt. Tollfuß, Fingerstumpf, Elevenses. Seit 11 Jahren kämpft ihr darum, für die freien Völker von Mittelerde den Frieden wiederherzustellen. Ihr seid wahrlich ein Symbol für die Völker von Mittelerde. Okay, das ist quasi ein Titel, den man bekommt, wenn man schon ein paar Jahre mit dabei ist. Es gibt, ich glaube, für jedes Jahr, dass man dabei ist, einen neuen Titel. Finde ich super. Es gibt auch einen neuen Rahmen hier oben. Wir schauen mal kurz rein, den ich hier noch nicht sehe. Normalerweise müsste es hier einen 11-Jahres-Rahmen geben. Oh, da kommt schon einer. Ich gehe mal zur Seite. Nicht, dass er uns hier einfach mal in der ersten Folge gleich über den Haufen reitet. Kann vielleicht auch noch daran liegen, dass der Skin im Hintergrund, den wir hatten, noch irgendwo hier aktiv ist. Da muss ich mal schauen, dass ich nochmal das rausschmeiße. Ich habe den jetzt mittlerweile wieder deaktiviert, weil ja viele Updates jetzt schon rausgekommen sind. Und wir spielen jetzt wieder mit dem Standard-Skin für unsere Oberfläche hier. Und das passt erstmal so. Ich muss mal schauen, wo ich den Rahmen herbekomme. Gut, es ist jetzt momentan gerade Tageszeit Vormittag. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, um hier auch die Sonne auszukosten hier unten. Ich gehe mal ein Stückchen weiter nach unten. Ich glaube, als wir beim letzten Mal aufgehört haben mit der letzten Folge, sind wir auch ein bisschen weiter unten gewesen. Und haben uns noch einen schönen Blick über das Tal geholt. Wir können wieder mal hier die Hobbit-Geschenke auspacken. Die habe ich schon lange nicht mehr ausgepackt. Mal schauen, vielleicht ist irgendwas Sinnvolles, Gutes dabei. Zum Beispiel ein bisschen Kohle, finde ich ganz gut. Und noch das goldene Geschenk. Schiffrolle der perfekten Handwerkskunde. 100% kritische Chance für Schmiedekunst. Aha, da müssen wir ja auch wieder noch ein bisschen weitermachen beim Schmieden. Es gibt ziemlich viel zu tun. Und da setzt auch schon wieder die wundervolle Musik ein. Ach Mensch, ich freue mich so, dass ich wieder da bin. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich habe deswegen so lange gebraucht, weil ein paar andere Projekte und das Privatleben dazwischen gekommen sind. Und bevor ich das hier komplett halbgar irgendwie mache, habe ich es lieber noch ein bisschen verschoben. Und dafür machen wir es jetzt aber 100% und widmen uns hier dem Spiel wieder. Ach, schön. Mensch, schönstes Wetter, schöne Musik, es regnet nicht. Alle sind glücklich. Okay, ich quatsche schon wieder viel zu viel. Wir schauen mal ins Inventar, da ist einiges drinnen. Bitte seht es mir nach, wenn ich nicht mehr so genau weiß, was beim letzten Mal so alles gemacht wurde. Wie gesagt, es ist jetzt schon über sechs Monate eigentlich her, seit ich hier drin war. Ich habe zwar noch mal zwei, dreimal reingeschaut, weil ich ja auch die Miete wieder für unser Häuschen bezahlen musste. Aber ansonsten habe ich nicht
wirklich viel gemacht. Das heißt, ich weiß auch nicht mehr so ganz, wo wir beim letzten Mal mit dem Questen aufgehört haben. Ich habe mir die letzten zwei, drei Videos nochmal angeschaut von mir und konnte da noch ein bisschen was nachvollziehen. Aber über kurz oder lang kriegen wir das schon wieder in den Griff und dann sind wir wieder richtig schön im Thema drin. So, wir haben hier zwei hellblaue Items, die wir irgendwie durch Schatzkästchen bekommen haben beim letzten Mal. Die waren aber nicht so gut. Wir haben hier 41,69 und hier haben wir 48,80. Nee, die können wir eigentlich schon verkaufen, die Sachen. Oh, jetzt passt doch mal auf. Jetzt stehe ich extra hier an der Seite und ich werde trotzdem noch überrannt hier. Wir haben das überragende Rüstungsschmiedwerkzeug abgelegt, weil wir, ich glaube sogar in der letzten Folge, den universellen Werkzeugsatz bekommen haben. Und der ist richtig, richtig gut, wenn ihr euch da mal die Werte anschaut, die wir hier haben. Und der ist jetzt auch ausgerüstet bei uns und das passt. Das heißt, die drei Sachen können wir getrost wieder verkaufen. Die setze ich mal hier runter, damit ich das später auch noch weiß. Wir haben einige Items im Inventar, die wir für Quests brauchen. Unter anderem den Keilerhauer und das Luchsfell. Die Quests können wir hier in... Jetzt ist aber hier mal Ruhe. Was denn da los? Stehe ich hier auf der Schnellstraße oder was? Ich gehe hier mal zur Seite. Ich muss nur etwas aufpassen, dass ich nicht runterfall. ich hoffe jetzt passt das hier. Wo war ich jetzt? Jetzt bin ich wieder ganz verwirrt. Egal. Okay, wir haben noch einige Quests, genau, und zwar hier in Bruchtal zu erledigen. Wir haben da soweit alles fertig gemacht in den Trollhöhen hier unten, dass wir nicht mehr viel zu machen haben. Und die wir hier zu machen haben, sind, soweit ich noch weiß, sogar irgendwie Gefährtenquests. Also wir sind erstmal fertig. Wir werden jetzt die nächsten vielleicht zwei, drei Aufnahmen hier in Bruchtal verbringen. Vielleicht auch nur eine Aufnahme, das weiß ich jetzt nicht, wie schnell wir hier durchkommen. Und anschließend werden wir uns noch ein bisschen die Festivitäten anschauen. Es gibt da nicht so ganz so viel, aber hier im Auenland zum Beispiel können wir zum Bühl gehen, beziehungsweise zum Festbaum. Wir können, glaube ich, auch noch reiten. Ich würde gerne nochmal zum Häuschen. Das habe ich ja auch schon lange nicht mehr besucht. Und ja, ansonsten können wir dann ganz normal hier weitermachen, beziehungsweise nicht hier, sondern wir machen dann hier oben in den Nordhöhen in Anundir weiter. Hier war beim Stallmeister, war es beim letzten Mal, wo wir die Quests gemacht haben. Und dann gehen wir Richtung Osten. Das ist so ungefähr der grobe Plan, wenn ich mich nicht wieder zu sehr verplapper oder ablenken lasse. Und dann machen wir hier mal weiter. Das legen wir mal ab. Das sperre ich auch. Und dann schauen wir uns mal hier die ganzen Geschenkkästchen an hier oben. Ich höre schon wieder jemanden. Na, vielen Dank, dass du uns nicht überritten hast. Gott sei Dank. Wir schauen uns die ganzen Geschenke hier oben an, die wir hier haben. Unter anderem haben wir hier das 11-Jahres-Geschenkkästchen. Oh, vielleicht ist da der Rahmen mit dabei. Das kann natürlich auch sein. Ich packe das mal aus. Wir haben hier ein Feuerrad, ein Feuerwerk quasi. Das können wir uns gleich mal anschauen. Ich bin ja schon ein bisschen Fan von Feuerwerk und wir haben ja hier unten auch noch unsere anderen Feuerwerkskörper und das ist quasi das 11-Jahres Feuerwerksrad. Heißa! Ein bisschen unspektakulär, wie ich finde, für 11 Jahre. Da gab es schon mal schönere, aber okay. Wir werden es aufheben wie all den anderen Plunder, den ich irgendwo mal ablege und dann wahrscheinlich nie mehr anschaue. Aber egal, wir haben hier ein... Oh, da ist er. 11-Jahres-Rahmen. Den rüsten wir gleich mal aus hier oben. 11-Jahres-Rahmen, da ist er auch schon. Und der unterscheidet sich vom 10-Jahres-Rahmen durch ein silbernes Blatt hier oben. Nicht unglaublich spektakulär, aber hey, ich bin ja schon froh, dass es sowas gibt. Dann gibt es noch ein neues Emote, und zwar das Imbiss-Emote. Das holen wir uns auch noch und werden das gleich mal testen. Imbiss. Und was passiert? Wir setzen uns hin und hauen uns erstmal hier den Wams ordentlich voll. Mit einem Apfel oder was auch immer das ist. Oder Brot. Nee, das sieht aus, oh Gott, ein etwas fauliger Apfel schon. Aber okay. Oh, und dann gibt es auch noch Kuchen. Was gibt es denn da noch alles? Lecker. Und erstmal hier schön das Gesicht reintunken in den Kuchen. Mal schauen, ob noch was kommt.
Oder ob er jetzt wieder, nee, jetzt erstmal was zu trinken holen. Schön Prost trinken, jawohl, das ist bestimmt nur Tee und kein Bier. Und jetzt holt er wieder den alten Apfel raus. Sehr schön. Okay, dann haben wir ein neues Emote auch. Wir haben hier neue Gegenstände. Und zwar einmal Schrift des Biebers. Das ist ein neuer Begleiter. Endlich hier unserer, wo ist sie denn? Unsere Spitzmaus, unserem Pünktchen. Und zwar ist das ein Biber und den gibt es jetzt auch für an diesem Fest quasi. Das Problem dabei ist nur, man braucht da einige Festmedaillons und wir haben aktuell, ich glaube, noch überhaupt keine Festmedaillons. Es sieht so aus, als hätten wir doch keine. Wir haben Bauernfestmünzen, Jubiläumsmünzen. Doch, eine haben wir, das ist die. Und die braucht man dafür, damit man die Sachen einlösen kann. Und ich habe mit meinem Zweitcharakter, der schon ein bisschen älter ist und der schon einige Münzen angesammelt hat, habe ich mir hier ein bisschen was vom Fest geholt und habe es dann ja, dem Tollfuß geschickt. Aber halt auch nur die Sachen, die dann nicht irgendwie bei Erwerb sofort gebunden sind. Das heißt, wir haben hier jetzt einen neuen Begleiter, den wir uns mal anschauen. Der soll ziemlich schön sein und vielleicht ersetzt er sogar vorübergehend Pünktchen. Ersetzt er dann hier unsere kleine Spitzmaus. Chippen heißt er, Biber. Der ist ganz schön groß. Ein richtig schöner Wonneproppen ist das hier. Wir nehmen den mal mit. Ob wir dann wieder zurückwechseln zum Pünktchen oder nicht, das schauen wir jetzt einfach mal. Pünktchen hat erstmal Pause. So, und dann habe ich hier oben noch Zierwerkgegenstände. Und zwar sind das, ist das ein Rüstungsset des unermüdlichen Drachen. Heißt das so? Unermüdlichen Drachen? Ich packe das mal aus alles, weil das dauert immer ein bisschen. Und das gibt es normalerweise für den Abschluss von einer Questlinie bei diesem Fest oder wenn man die dann mit Festmünzen kauft. Und wir können uns das ja mal anschauen, beziehungsweise wir können die gleich mal anlegen im Zierwerksslot. Wir haben ja aktuell hier drinnen unsere ganz normale reguläre Ausstattung, ne, unsere Kampfausstattung, so wie wir bisher rumlaufen mit unserer Zweihandwaffe und einem Schild hinten drauf noch. Wir kämpfen momentan mit Zweihand, genau, haben aber hier noch zur Not Schild und Einhandwaffe griffbereit. Und das ist ja unsere Ausgehkleidung, unsere Festtagskleidung. Und dann haben wir nochmal einen Slot, dachte ich, nee, haben wir nicht, den müssen wir wahrscheinlich freikaufen. Ich habe ein paar Punkte im Online-Shop. Ich dachte, da wären immer drei mit dabei. Offenbar nicht. Dann holen wir uns einfach schnell einen. Haben wir uns eigentlich schon den Online-Shop zur Gänze angeschaut? Was ist jetzt los? Habe ich ihn kaputt gemacht? Ich wollte es nicht. Das tut mir jetzt leid. Jetzt geht's. Okay, Zierwerksausstattungsfeld 3 kostet 495 Punkte. Ich habe aktuell 7715 Punkte. Ich habe ja immer noch das Lifetime-Abo, das man ganz zu Anfang vor dem Release abschließen konnte. Für 100, 120 Euro waren das. Und dadurch muss man nichts mehr bezahlen, also keine monatliche Gebühr oder so, um quasi VIP zu werden. Und da gibt es dann auch jedes Monat jeden Monat jede Menge Punkte dazu. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel, 500, 700, irgendwie so in dem Dreh herum. Und da ich eigentlich nie was kaufe im Shop, außer ich will ganz dringend irgendwie was Zierwerksmäßiges oder so, dann investiere ich auch mal was. Dadurch sammelt sich natürlich einiges an Punkte an und manchmal kann man auch zum Beispiel noch die Add-ons kaufen hier im Shop, ist auch ganz gut. Ich glaube, ich habe mir sogar mit den Punkten noch die Hochelfen gekauft, die neu hinzugekommen sind. Und jetzt investieren wir das mal hier und können jetzt hier den dritten Ausstattungsslot verwenden. Und dann ziehen wir uns hier mal mit der Rüstung des unermüdlichen Drachen an. Und die sieht ziemlich badass aus, wenn ich das mal sagen darf. Oh, ich stehe schon mitten, wieder mitten hier auf der Straße, ist mir aber egal. Und dann wechseln wir mal hier die Ausstattung. Und jetzt schaut euch mal das an, wie wir hier ausschauen. Einen richtig fiesen Drachenhelm. Bin mir nicht sicher, ob wir das färben können. Das können wir eigentlich mal kurz testen.
wenn wir hier reingehen, ob wir hier zum Beispiel den Helm hier oben, ob wir den färben können. Oder hier. Okay, wie ging das nochmal? Ich wollte ja eigentlich testen. Bin ich jetzt blöd? Oh Gott, da sieht man mal, wie schlecht ich mittlerweile bin. Wie lange ich schon nicht mehr gespielt habe. Wie ging denn das mit der Kleiderkammer? Oh Mann, das gibt's ja nicht. Das ist mir ja noch nie passiert. Wie war denn das mit der Kleiderkammer? Na gut, vielleicht müssen wir das direkt dann vor Ort beim jeweiligen Kleiderkammer-Manager machen. Ich habe keine Ahnung mehr. Hä? Ich spiele jetzt seit 11 Jahren und jetzt weiß ich nicht mehr, wie man die Kleiderkammer öffnet. Man konnte das doch anprobieren. Ah, mit Steuerung war das. Jetzt haben wir. Oh Gott, oh Gott. Mit Steuerung. Heieiei. Ganz, ganz fieser Anfängerfehler. Uiuiui, ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Und jetzt schauen wir mal beim Kopf. Okay, färben kann man das offenbar leider nicht. Doch ein bisschen hier unten. Also das Goldene kann man nicht färben, aber das Rot kann man färben. Und wahrscheinlich dann auch hier beim Brustpanzer, wenn man hier mal auf, keine Ahnung, weiß gehen. Oh, finde ich ganz, ganz hübsch eigentlich. Weiß finde ich ein bisschen schöner als das Rot. Bei den Schulterplatten auch mal auf weiß gehen. Oh, das sieht dann richtig edel aus. Rücken machen wir auch weiß. Oh, das sieht gut aus. Das gefällt mir richtig gut. Weiß. Und bei den Schuhen auch noch. Wir haben keine Hose mit dabei, die gibt es hier nicht. Aber das finde ich jetzt fast noch besser, das Weiß, wie hier das Rot. Okay, also jetzt haben wir hier quasi ein schönes Zierwerk. Eine wunderschöne Rüstung und mit der gehen wir jetzt einfach mal hier runter nach Bruchtal. Habe ich noch was vergessen? Die Sachen müssen wir ablegen. Bei uns in den Schrank, damit wir hier wieder jederzeit drauf Zugriff haben und auch natürlich die anderen drauf Zugriff haben. Und zur Feier des Tages zünden wir hier mitten auf dem Weg noch eine Rakete, damit alle wissen, wir kommen an, wir sind da, der Tollfuß ist da und jetzt geht's weiter hier mit Staffel 2. Komm, chippen, wir gehen mal runter. Ach schön. Wir haben hier ja jede Menge Quests. Ich habe hier mein Questbuch ja ein bisschen aufgeräumt, damit wir hier gleich weitermachen können. Das erste, was wir machen, ist natürlich, wir gehen zu Herrn Elrond und melden uns an. Oder, geht schon los, ne? Da geht's schon los. Der erste Plan wird schon wieder verworfen. Wir gehen erstmal zum Markstein und schauen uns das Fest nochmal an. Und dann können wir ja wieder zurück. Wir setzen mal eben den Markstein. Oh, sehr laut wieder hier. Da vorne ist er schon. Also theoretisch, um mal ganz loregetreu zu bleiben, müssen wir ja die Schuhe ausziehen. Ich schaue nochmal hier rein. Da ist man ja zu Anfangs immer ganz schief angeschaut worden. Wir ziehen die auch aus. Als Hobbit auf dem Rollenspielserver. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Zurück nach Thorinhard brauchen wir nicht mehr. Trollhöhen brauchen wir nicht. Binden. Okay. Und dann haben wir hier Bruchtal gesetzt. Ich gehe mal etwas hoch, damit hier nicht alles so laut ist. Und dann würde ich sagen, wir haben noch ein paar Minuten. Wir gehen erstmal Richtung Festbaum. Oh, kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht, weil ich keine... okay. Die Quest kommt normalerweise hier oben ganz zu Anfang, die Geburtstagsquest. Die muss man dann annehmen, dann bekommt man eine Karte und dann kann man direkt zum Baum reisen. Dann machen wir das so, wir schauen uns jetzt hier noch ein bisschen um, ein paar Minuten. Und nach der nächsten Aufnahme werde ich mich nochmal einloggen und dann sollte die Meldung wieder da sein. Und dann reisen wir kurz zum Festbaum und schauen uns dort noch ein bisschen um. Gut, also dann sind wir hier gleich beim letzten heimeligen Haus. Es ist wieder laut durch die 1000 Wasserfälle, die hier
gefragt sind. Bewahrerin der Geschenke. Ah. Kann ich euch helfen? Okay, dann können wir wieder tauschen. Schildmünzen können wir da tauschen. Bin mir nicht mehr sicher, woher wir die bekommen. Wir gehen erstmal rein. Beziehungsweise, da wartet schon jemand mit einer Quest auf uns. Der Barbetnir. Nach Imlad Gelleer. Tollfuß, wir haben gesehen, dass ihr unserem Haus treu verbunden seid. Die Elben von Bruchtal sind dankbar für eure Hilfe und einige unserer Barden machen sich bereits daran, eure Taten in wohlklingenden Melodien festzuhalten. Nachdem wir das Ganze besprochen haben, sind die Verteidiger von Imlad Gelleer nun gehalten, euch in unserem Heiligtum hoch oben in den Bergen über dem letzten heimeligen Haus willkommen zu heißen. Imlad Gelleer liegt im Süden, jenseits der Imladris-Fälle, am Ende einer Straße, die westwärts führt. Sprecht nach eurer Ankunft dort mit Atarbein, sie wird euch bereits erwarten. Wo müssen wir denn da hin? Nach Süden ist ja eigentlich hier runter. Ah, da geht's nach Eregion. Da müssen wir dann hier kommen wir wahrscheinlich durch. Hier oben irgendwo. Tippe ich mal. Und kommen hier runter. Das ist aber erst, wobei das wäre jetzt auch schon für Stufe 35. Bin mir nicht sicher, wieso. Na gut. Trollhöhen ist das. Ich muss nochmal schauen. Geh mal hier hoch, damit es nicht so laut ist. Normalerweise kommt man da hier unten nach Eregion. Und hier auch. Und das ist aber hier oben. Das ist woanders. Ich glaube, das ist hier unten noch irgendwo. Also auf der gegenüberliegenden Seite hier drüben irgendwo. Na gut, wir werden es rausfinden. Ist für unsere Stufe, das ist ganz okay. Und jetzt betreten wir das letzte heimelige Haus von Herrn Elrond. Wenn er uns reinlässt. Ach Mensch, ich freue mich so, dass ich wieder hier bin. Das ist so schön. Und schon sind wir da. Wunderschön. Es wird gesungen in irgendeiner Ecke. Und es gibt ein paar Elben, die hier rumstehen. Elben von Bruchtal. Aber wir gehen erstmal schnurstracks zu Herrn Elrond. Wir melden uns an. Das wollen wir unbedingt machen. Damit uns hier auch jeder kennt. Und anschließend werden wir hier noch ein bisschen rumlaufen. Beziehungsweise dann ist die Folge eh schon wieder vorbei. Dann schauen wir uns vielleicht in der übernächsten Folge dann Bruchtal beziehungsweise das letzte heimelige Haus noch ein bisschen an. Hier sind Studierstuben für die gelehrten Berufe, kann man hier machen. Und hier unten steht er schon, der Herr Elrond, und wartet auf uns. Sieht ein bisschen jünger aus als im Film, ne, wenn man ihn so anschaut, obwohl er ja schon ziemlich alt ist, einige tausend Jahre, glaube ich. Und jetzt sprechen wir mal mit ihm. Oh, das sind einige Quests jetzt. Das Haus des Herrn. Ein seltsames Schicksal hat euch hierher gebracht. Ich grüße euch. Wie kann der Herr von Bruchtal euch zu Diensten sein? Was sagt ihr da? Ein Aridmann erweckt Unholde in Nan Tornaed. Oh, was war denn da? Da war ein Aridmann. Mein Sohn hatte recht, dem dürfen wir nicht einfach so zusehen. Danke, dass ihr mich hiervon in Kenntnis gesetzt habt. Ich werde dafür sorgen, dass das Böse aus den Ruinen getilgt wird. Finstere Tage werden kommen. Ein Ort der Ruhe. Seid versichert, Tollfuß, dass wir uns um das Böse, das noch in Nan Tornaed haust, kümmern werden. Obschon ich mich schon entscheiden muss, wie wir dies am besten anstellen. In der Zwischenzeit solltet ihr die Gelegenheit nutzen und euch ausruhen. Bruchtal ist ein Refugium für jeden, der in friedlicher Absicht kommt. Wir haben sogar schon Gäste in unserem Haus, die sich von ihren Strapazen erholen. Ihr solltet sie aufsuchen und mit ihnen sprechen. Bilbo Beutlin verbringt die meiste Zeit in der Halle des Feuers und gibt die Lieder und Gedichte zum Besten, die er für seinen Freund Lindir schreibt. Außerdem könntet ihr Gandalf den Grauen in Bilbos Wohnung antreffen. Er hat vielerlei Sorgen, aber Frodo Beutlin ist seine größte. Ihr solltet beide aufsuchen, während ihr hier seid. Und ein gastfreundliches Heim. Werdet ihr uns ein weiteres Mal eure Hilfe gewähren? Weitere Gäste? Genau das passiert, wenn man einen Hobbit bei sich aufnimmt. Tollfuß, es kommen schon bald weitere. Und dann noch mehr, aber ich werde Bingo nicht fortschicken. Ah, okay, da geht's um die Bingo-Boffin-Quest. Solange er sich höflich und respektvoll verhält.
Ich weiß, ihr werdet es auf jeden Fall. Gandalf spricht zwar oft vom Schabernack, den Hobbits treiben, aber bisher habe ich so etwas nur ein- oder zweimal erlebt. Ihr solltet ihm Bilbo Beutlin vorstellen. Er ist in der Halle des Feuers. Sie haben sich sicherlich einiges zu erzählen. Denn auch wenn ich anders angedeutet habe, so sind Hobbits doch ein seltener Anblick in Imladris. Wunderschön. Ich weiß ja immer noch nicht, wie weit diese Quest noch geht, ob hier im Bruchtal dann Schluss ist oder ob der Bingo weiterhin noch die Gegend unsicher macht. Das werden wir demnächst herausfinden. So, dann haben wir hier Buch 4, Kapitel 1. Wo sind Pferd und Reiter? Werdet ihr uns ein weiteres Mal eure Hilfe gewähren? Willkommen im Imladris, Tollfuß. Wir sind froh, dass ihr gekommen seid. Ruht euch aus, aber nicht zu tief und nicht zu lange. Wir brauchen Leute, die das Abenteuer nicht scheuen, denn hinter dem Tal ist etwas Böses. Vor 2 Monaten wurde ein Hobbit namens Frodo Beutlin mit seinen Gefährten von Dienern des Feindes bis zur Bruinenfurt verfolgt. Ich spreche von den 9 grausamen Kreaturen im Dienste von Sauron. Und obwohl der Bruinen sich auf meinen Befehl auf sie stürzte, fanden wir nur 8 ihrer Rösser. Über den Verbleib des letzten Reiters ist nichts bekannt. Meine Söhne sind mit Kundschaftern ausgezogen, die ihnen in Freundschaft verbunden sind, um den fehlenden Reiter zu finden. Ich bitte euch, mit Eladan in ihrem Lager Torinhat in den Bruinenschluchten zu sprechen und ihnen bei der Suche zu helfen. Wir müssen herausfinden, wohin dieser Nazgul geritten ist und, was noch wichtiger ist, was er vorhat. Wir sind also noch nicht fertig. Wir sind also noch nicht fertig in den Trollhöhen. Wir müssen hier nochmal runter, wahrscheinlich nach Tal Bruinen oder hier hoch. Für die Buchquest. Und die letzte Aufgabe, Buch 6, Vorwort. Da geht es jetzt weiter quasi mit dem Buch. Ein seltsames Schicksal hat Stufe 44, das werden wir jetzt noch ein bisschen aufheben. Nach Norden heißt die. Ich wünschte, ihr könntet hier bleiben, weit weg von den Sorgen der Welt. Aber leider ruht der Feind nicht und so können auch wir nicht ruhen. Angmas Macht wächst mit jedem Tag und ohne ein Mittel, das Böse zu bekämpfen, besteht für uns keine Hoffnung, diesen Krieg zu gewinnen. Sprecht mit Aragorn, er wartet auf euch in einer der Unterkünfte entlang der Straße, die sich in den südlichen Hang des Tals von Imladris hinaufschlängelt. Und nicht wundern, wenn wir hier jetzt, wir haben hier mehrere offene Bücher, das ist nicht so, dass wir hier Buch 3 fertig machen, dann kommt Buch 4, dann machen wir Buch 5, dann Buch 6, sondern das überschneidet sich auch ein bisschen, je nachdem, wo wir quasi gerade sind. Ich schaue gerade, Buch 3 zum Beispiel geht eh in den Nordhöhen weiter, in Meluinen. Und ich würde sagen, wir machen das schon dann natürlich auch chronologisch, soweit es geht. Und das hier mit Eladan, das machen wir erst weiter, wenn wir dann hier Buch 3 abgeschlossen haben. Sonst ja, kommen wir ein bisschen durcheinander. Es ist eh ziemlich schwierig, hier immer allem zu folgen. Vor allem, wenn es dann wieder ja, eine Zeit schon her ist, seit man das letzte Buch gemacht hat. Dann weiß man wieder nicht mehr, was überhaupt los war, was man gemacht hat und so weiter. Und ich hoffe mal, ich kann da einigermaßen hier dann das chronologisch machen. Okay, jetzt sind wir schon wieder bei 27 Minuten. Das heißt, die erste Folge ist schon wieder rum. Ich sag's nochmal, ich freue mich, dass ich wieder hier bin in Mittelerde zusammen mit euch hoffentlich. Und ja, ich hoffe, ihr seid die nächsten Folgen dann auch wieder mit dabei. Und dann sehen wir uns einfach wieder. Ne? Bis dann. Ciao.